Gepflegte Hände mit schön lackierten Nägeln sind für viele Frauen sowas wie eine Visitenkarte. Irgendwann muss der Lack aber wieder runter. Der Verein für Konsumenteninformation hat sich Zähnenferner angeschaut. Und egal, ob mit Aceton oder ohne, der Lack geht prinzipiell mit allen ab. Aber wie sauber und schnell, hat Anka Takatz gemeinsam mit einer Nagelexpertin getestet. Aus dem großen Farbangebot wählen wir zwei Lacke aus. Klassisches Rot und silberner Glitzerlack. Beide Härtefälle für viele Entferner. Zudem schaffen gerade bei Glitzerpartikel die wenigsten eine Glanzleistung. Professionell lackierte Fingernägel brauchen ihre Zeit und sind eine kleine Wissenschaft für sich. Wir verwenden Unterlack, zwei Schichten Rot und Überlack. Erster Durchgang, der rote Nagellack. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, aber schon muss er wieder ab, der Lack. Wir haben 6 aus dem Test ausgewählt, plus einzeln verpackte Tücher, die nicht getestet worden sind. Sie sollen uns nun zeigen, was sie drauf haben. Wir wollen einen Lack lösen, der auf einer Hornplatte, also auf unserer Nagelplatte, appliziert wurde. Und diesen Lack kann man eigentlich nur mit alkoholischen Produkten lösen. Und die Qualität der Nagellackentferner ist sehr breit. Es ist aber immer ein Alkohol darin, Wasser meistens und verschiedene Öle. Wir finden auch sehr viel Glycerin da drinnen. Ich habe da so ein paar solche chemische Flaschen hier mitgebracht. Und ein kleiner Teil von jeder dieser Flaschen ist in diesen Nagellackentfernern drinnen. Nummer 1, Ebelin mit Aceton. Mal an und für sich gut. Also ich habe jetzt das hier unten. Kann man lassen? Schlecht. Kann man lassen. Ist nicht schlecht. Nummer 2, Ebelin ohne Aceton. Das geht jetzt schon schwieriger. Man muss es vielleicht ein bisschen länger anziehen lassen, der Nagelplatte. Ja? Aber an und für sich geht es gut runter. Und der ist acetonfrei. Der ist acetonfrei. Das wäre natürlich viel schonender für die Nagelplatte. Nummer 3 und 4, Sien von Lidl mit und einmal ohne Aceton. Eigentlich lieben das die Kunden, wenn es so rauskommt. Aber leider spritzt das sehr. Lässt sich gut runternehmen, kann man nichts sagen. Nagellack entfernen, auch das will gelernt sein. Heftiges in alle Richtungen reiben, kann den Nagel schaden. Also immer diesen Nagellackentferner von der Nagel, da wo der Nagel wächst, also von der Nagelhaut zur Spitze immer geführt werden und nicht von der Spitze zur Nagelhaut, weil man dadurch auch Nagellackreste unter die Nagelhaut schieben kann. Beim Acetonfreien muss Simone mehrmals drüber gehen, bis sich der Lack endlich gelöst hat. Ein mittelmäßiges Ergebnis. Nummer 5, die Pads von Ebelin. 2 Pads gehen für einen Fingernagel drauf, dann ist das Ergebnis aber durchaus okay. Allerdings die getränkten Pads in der Dose trocknen ohne Alufolie vermutlich schnell aus. Nummer 6, der Schwamm Nails Hands Feet von Douglas, der teuerste im Test mit knapp 7 Euro. Finger in die Dose und drehen, kann das funktionieren? Sensationell. Also dieses Produkt hat mich jetzt wirklich überzeugt. Überhaupt keine Rückstände vom Nagellack. Allerdings, wie damit der Lack ohne große Verrenkungen von den Zehennägeln runtergehen soll, ist uns nicht klar. Nummer 7 und außer Konkurrenz die Tücher von Ebelin. Auch die machen ihre Sache gut und sind, weil einzeln sauber verpackt, praktisch für die Reise. Der nächste Durchgang. Silberlack mit Glitzerpartikel. Ein Härtefall für unsere Entferner. Die Glitzerpartikel legen sich tief in die Nagelplatte und lassen sich schwieriger lösen. Auch bei diesem Lack machen alle 7 ihre Sache gut. Am schnellsten lösen die mit Aceton. Allerdings trocknet Aceton Haut und Nägel aus. Jetzt brauchen meine Hände Pflege. Gerne. Fazit: Insgesamt haben sich alle getesteten Entferner gut geschlagen. In jedem Fall sollen die Hände danach eingecremt werden, um sie vor dem Austrocknen zu schützen. Die genauen Testergebnisse finden Sie in der neuen Ausgabe des Konsument. Und das war's auch.